Besichtigen wir heute gemeinsam ein brandneues, atemberaubendes Hotel der spanischen Kette Barceló, das im August 2023 eröffnet wurde. Barceló Whale Lagoon Maldiven 5 Sterne. Ich erinnere euch auch daran, dass jede Woche neue Hotelübersichten auf dem Kanal veröffentlicht werden. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Stellt Fragen, wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Man kann das Resort nur mit dem Wasserflugzeug erreichen und das Warten auf das Wasserflugzeug findet in einer Lounge von Transmaldivien statt, die von mehreren Hotels gemeinsam genutzt wird. Der Name des Resorts kommt von seiner Lage in der Nähe einer großen Population von Walhaien, wo man sie das ganze Jahr über beobachten kann. Übrigens kann man hier sogar Stachelrochen und Mantarochen finden. Das Hotel Barceló Whale Lagoon Maldives bietet eine große Auswahl an Restaurants und unzähligen köstlichen Gerichten in jedem seiner Restaurants und Bars. Die Gäste können in den drei Restaurants des Hotels die besten kulinarischen Erlebnisse genießen. Jedes exklusive und einzigartige Restaurant steht für Perfektion und ist immer mit der besten Aussicht auf den Indischen Ozean. Der Hauptpool ist 37 Meter lang, was ihn einen beeindruckenden Infinity Pool macht, der für seine spektakuläre Aussicht auf den Sonnenuntergang von den Hängematten oder balinesischen Betten aus beliebt ist. Abgeschiedener ist der Lagoon Pool, ein 250 Grad Infinity Pool, der seinen Gästen auch Yoga oder Pilates bietet. Oder man kann in die Ruhe des Wellnesszentrums Mandara Spa eintauchen, wo die traditionellen Heilpraktiken der mystischen Insel Bali sorgfältig bewahrt und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das Hotel Barceló Whale Lagoon Maldives bietet auch eine große Auswahl an Sportveranstaltungen und Abendaktivitäten. Die schicke Strandatmosphäre des Resorts macht das Barceló Whale Lagoon Maldives zu einem idealen Reiseziel für jeden Reisenden. Hauptnuancen: Die Insel ist fast vollständig künstlich, das heißt, dass es hier keinen Mehlsand gibt. Der Sand ist hart verdichtet. Es ist nicht einmal Sand, es sind gemahlene Korallen. Der Einstieg ins Wasser ist auch mit gebrochenen Korallen. Zwar nicht kritisch, aber es gibt sie und an manchen Stellen gibt es viele davon. Die Insel ist nicht barfuß. Für Kinder gibt es hier praktisch nichts. Die Insel positioniert sich als Resort für Paare. Es gibt einen Club für Jugendliche mit Tischtennis und Videospielen, aber nichts mehr. WLAN ist überall gut. Die Insel selbst ist nicht groß, hat aber eine recht angenehme Größe zum Spazierengehen und Fortbewegen. Der Strand ist rund um den gesamten Umfang fast gleich. Auch der Einstieg ins Wasser ist ungefähr gleich. Die Sonnenuntergangsseite ist die Riffseite. Hier ist das Meer lebendiger und nicht weit vom Ufer entfernt befindet sich ein Riff. Die Sonnenaufgangsseite ist die Lagune. Hier ist das Meer ruhiger und es schien mir trüber zu sein. Nicht so sauber und durchsichtig, aber ich denke, es hängt von den Strömungen ab und ist immer anders. Mir persönlich gefiel die Sonnenuntergangsseite besser. Wir wohnten dort. Das Essen ist nicht sehr abwechslungsreich, aber alles ist sehr schön angerichtet und lecker. Guter Schnitt, viel Grün, gute Auswahl an Früchten, es gibt sogar Eier Benedikt und Speck. Neben dem Hauptrestaurant wird das Mittagessen auch in der Bar à la carte serviert. Die Hotelzimmer sind nicht groß, aber stilvoll und natürlich ist alles neu und frisch. Großer und schöner Duschbereich. Aber die Privatsphäre zwischen den Villen ist bisher nicht vorhanden, es gibt wenig Grün. Wenn ihr also alles neu mögt und ohne Kinder reist,
ist dieses Hotel ideal für einen hochwertigen Urlaub. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Wir antworten immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.